Einen wunderschönen guten Abend von uns. Wir sind das Duo Naviara, wir kommen aus Meschede und wir möchten Sie heute Abend einladen in unsere Welt der poetischen und sphärischen Klänge. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen, entspannen Sie sich, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show. Viel Spaß. Es war ein dunkler Novemberabend und ich war unterwegs. Der Regen hatte gerade aufgehört und die Straße wimmelte nur so von Menschen, die eilig ihren Zielen zustrebten. Ich schlug den Mantelkragen höher und freute mich schon auf mein behagliches Zuhause, malte mir schon aus, wie ich als erstes gleich den Kamin anheizen würde. Da nahm ich wahr, wie vor mir soeben ein paar Menschen stehen geblieben waren. Ich reckte meinen Hals und versuchte zu erkennen, was es war, warum sie angehalten hatten. Beim Näherkommen erkannte ich, dass es sich um einen alten Mann handelte. Er saß auf dem Boden in einem zerschlissenen Mantel und schaute sich suchend um, blickte fragend von einem zum anderen. This moment again, once and forever, I keep it safe, so deep inside, where no one can touch it, can see it or judge it. This is my birth, and it always will live inside
Heimat. I hear your voice again. Oh, anytime. Ich betrachtete den alten Mann. Da war irgendetwas in seinen Augen, eine besondere Ruhe, eine Zufriedenheit, eine Gewissheit. Etwas, das aus ihm heraus von innen zu leuchten schien und das auch mich in diesem Moment erreichte. Und so konnte ich gar nicht anders, als ihm weiter zuhören. Manchmal sind diese Kinder sehr traurig, erzählte der Alte mir jetzt gerade. Sie weinen. Andere fürchten sich auch oder fühlen sich so einsam, dass sie gar nicht mehr genau wissen, ob es sie überhaupt wirklich gibt. Und wieder andere beten oder singen eine kleine Melodie in die Nacht hinaus, damit es um sie herum nicht mehr so schrecklich still sein soll. Sie glauben, dass niemand sie hört, aber ich höre sie. Ich blicke ihnen aus der anderen Richtung der Fenster entgegen. Sie können mich nicht sehen. Und so antworte ich ihnen mit einem kleinen Licht. Das ist meine Aufgabe. Thank you.
dachte immer, ich bin nur die Hälfte oder ein Drittel. Ich werd nie sein von dem, was alle anderen sind. Ich hab geglaubt, ich mach dann halt so weiter vor mich hin, in meiner eigenen stillen Kapsel um die Welt. Ich hab geglaubt, doch du straftest mich Lügen. Du drehtest dich um, gingst nicht vorbei, hast mich gesehen. Bin ich rettbar, bin ich's nicht? Will ich leben, will ich's nicht? Ich stehe an der Grenze von allen Seiten, da was mein Herz teilt, mittendrin. Steh ich und fühle Schmerz ohne Namen, seh keinen Weg mehr, nur alles frei, da was mein Herz teilt. Da was mein Herz teilt. Ich hab versucht, so zu tun, als wär das alles nur ein Traum. Eine der Geschichten, die ich schreibe. Das Ende offen wird schon werden. Mir wird da schon was einfallen. War ja immer so, mehr brauchte ich nicht, glaubte ich. Und dann kamst du und wecktest mich auf. Hab dich vorher nie gesehen, doch wüsste gleich, wer du bist. Bin ich rettbar, bin ich's nicht? Will ich leben, will ich's nicht? Ich stehe an der Grenze von allen Seiten, da was mein Herz teilt, mittendrin. Stehe ich und fühle Schmerz ohne Namen, seh keinen Weg mehr, nur alles frei, da was mein Herz teilt. Da was mein Herz teilt. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ja.